Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary. Ich laufe hier gerade so ein bisschen herum und schaue, wie ich hier irgendwie weiterkomme, aber es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, weil ich nicht glaube, dass ich hier halt gerade weiterkomme. Obwohl das so nach einer Plattform aussieht, aber ich glaube, das geht dann eher über diese Haken. Also muss ich, glaube ich, hier nochmal runter und hoffe, dass ich nicht nochmal gegen die Tiere kämpfen muss, weil. Ja, weil ich immer noch irgendwie Löwen im Hintergrund höre und weil ich halt, wenn ich immer neu lade, dann weiß ich immer nicht, was ich noch vom vorigen Mal nochmal wiederholen muss. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Der Haken, der ist so nah hier, da müsste man doch irgendwie da rankommen können, oder? Vielleicht, wenn man sich hier einfach umdreht und so. Aber das klappt ja nie. Die visiert ja diesen Haken hier gar nicht an, was ich sehr ärgerlich finde. Weil der ja relativ nah ist. Nee, macht sie einfach nicht. Keine Ahnung. Komisch. So nah dran, aber nächstens nee. Dann kletter ich jetzt noch mal auf die Säule. Vielleicht bringt mir das ja was. So, einmal um die Säule rum. Ach, ich bin so still gerade. Ich sollte mal ein bisschen mehr mit euch reden. Aber ich konzentriere mich immer so und überlege gerade selber, was man machen kann. Eigentlich würde ich ja zuerst den unteren Haken nehmen und nicht den oberen, aber. Weiß auch nicht. Und wie kommt man da ans Medipack ran? Das geht eigentlich auch nur, wenn man. Ja, wenn man dann schon. Glaube ich, da rumhangelt. Mit ganz viel Schwung vielleicht. Nein, 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 nein. Tot. Alles klar. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah, na gut. Das bedeutet, dass die Fledermäuse da hinten noch sind. Aber ich. Was soll ich da hinten auch hingehen, wenn es eh nicht klappt? Aber hier klappt es ja auch irgendwie nicht. Ist voll doofi. Ja, ich weiß auch nicht. Oder man kann hier vielleicht irgendwie hangeln. Oh, man kann ja hier hangeln. Vielleicht bringt mir das ja was. Kann sie sich da runterlassen? Nee. Ja, zum Hebel brauchst du jetzt auch nicht mehr gucken. Das ist nicht mehr wichtig. Aber ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Hier irgendwas? Nö, da unten geht nur die Tür auf. Das bringt alles nichts. Aber auf der anderen Seite war doch auch nichts. Da kam ich nicht weiter. Was komisch ist, weil ich jetzt gedacht hätte, da hinten kommt man weiter. Aber da war nichts, wo ich hätte jetzt raufklettern können oder so. Probier es nochmal. Das Schnelllaufen habe ich auch immer noch nicht drauf. Ja, man könnte meinen, sie kommt hier hoch, aber es ist einfach zu hoch. Hier an der Seite, da springt sie auch nicht irgendwie ran oder so. Das funktioniert also auch nicht, aber hätte man meinen können. Also von hinten. Wenn man aber so nah davor steht, dann klappt das ja auch irgendwie nicht.
Ja, und da ist man wieder, wo wir eigentlich vorher waren. Hier sind so Ranken. Könnte man auch meinen, dass man da vielleicht entlang klettern kann. Kann man aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wozu dieser Weg hier gut ist. Diese ganze Seite hier vom Kolosseum. Das wundert mich immer. Wäre sonst auch an der Säule hochgeklettert, aber das geht ja auch nicht. Ja, und schon bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich, ja, bin ein bisschen planlos. Ein bisschen planlos. Mag's immer noch nicht, hier runter zu gehen. Schlechte Erfahrungen und so. Kann ich hier mit der Säule was machen? Das geht bestimmt auch noch auf. Da haben wir dann noch ein paar Tierchen, die wir besiegen dürfen. Ist hier noch was gewesen? Es muss was mit den Haken zu tun haben. Ja. Eigentlich alles schon erledigt. Die Kiste mit rausnehmen, das wäre ja auch Quatsch. Deswegen sind auch hier die Steine, damit man davon gestoppt wird. Dann kann die Kiste nämlich nicht raus. Und von hier aus irgendwie... Nee, man kann nur da hoch. Man bleibt einem gar nichts anderes übrig. Nur bleibt halt die Frage, wie komme ich an diese Haken? Und dann kommt man da auch in so eine Nische rein. Da habe ich gerade was leuchten sehen. Hier. Hier kommt sie so nämlich dann nicht hin. Mit einem Seil dann schon. Und das wird ein Secret sein, nehme ich mal an. Oder komme ich hier hoch? Hier so in die Ecke? Oh, wenn sie sich da jetzt festgehalten hätte, dann hätte man da um die Ecke hangeln können. Schade. Und hier ist wieder das hier. Okay. Nee, es ist ein bisschen verwirrend und blöd. Wenn man natürlich weiß, was man jetzt zu tun hat, geht es auch wesentlich schneller. Aber ich bin gerade ein bisschen... Puh. Kann man ja nur noch versuchen, höher zu klettern. Aber ich weiß halt nicht wie, weil... Wie denn? Dabei ist der Haken so nah. Menno. Und noch ein höher? Geht das? Nee. Und dahin zielen und dann den Haken machen? Wie jetzt? Das sah doch super aus. Warum macht sie das denn nicht? Ja, nee, ist klar. Besser geht's ja gar nicht. Nein! Und tot. Ach, ich habe keine Ahnung. Schon 8 Minuten nicht. Hab ich eine Ahnung. Gehört aber mit dazu, finde ich, dass man es einfach nicht immer hat. Ist einfach so. Wieso klemmt sie sich daran und... Es macht gar keinen Sinn. Ich werde jetzt mal einen Cut machen, weil es ist mir zu doof, hier den ganzen Part rumzuirren. Aber es gehört, wie gesagt, dazu. Ich bin auch schlau, ne? Bin so schlau. Ich habe einen Schlüssel und pack den nicht rein. Von all den Dingen, die ich... Ja, habe ich den Schlüssel vergessen. Tut mir leid, echt. Doch, kein Cut. Ich nehme alles zurück. Es geht weiter. So, jetzt sind wir endlich oben. Ich glaube, hier geht's dann auch wahrscheinlich, nehme ich mal an. Hier keine Fledermäuse. Da ist ja das leuchtende Ding. So, und jetzt? Ach, jetzt geht das auch. Alles klar. Okay. So, und jetzt soll ich das Risiko eingehen, mich da an den Haken zu hangeln, oder was? Erstmal hole ich mir das Medipack. Das habe ich schon die ganze Zeit
Gebraucht, ich habe es so gebraucht. Das Medipack. Habe ich. Nein, oh Manno. Und sie liegt da immer wie so eine Aufziehpuppe irgendwie, wenn sie am Ende gestorben ist. Oh, ich darf sogar hier wieder anfangen. Ja, das ist ja gnädig. Das ist ja gut. Muss ich mir das doofe Medipack schon wiederholen. Ja. Komm, noch mehr Schwung. Erstmal umdrehen. Oder wisst ihr, ich lasse das jetzt mal erstmal kurz. Ich drehe mal mich zum Haken. Ich habe ja schon genug Zeit hier in diesem Part verloren. So, benutze ich diesen Balkonschlüssel nicht? Ich glaub's nicht. Ich habe den doch auch eingesetzt. Ich habe den voll vergessen gehabt. So doof. Ja, nee, ist klar. So, so, so. So ist gut. Jetzt schwing dich. Schwing dich in die Nische, kleine Lara. Sehr gut. So soll's. Hat sie das jetzt schon? Okay, sie hat's schon eingesammelt. Ja. Und wie komme ich jetzt wieder an den Haken? Muss ich das jetzt alles nochmal machen, oder? Oh Mann, oh, der wurde mir aber gerade angezeigt. Oh, leck mich doch, Spiel, du Kacke. Menno. Ja, kann sich nur um Stunden hier handeln. Oh, hätte ich doch nur den blöden Schlüssel früher eingesetzt, dann wäre ich jetzt schon viel weiter. Es hat keinen Sinn, sich zu beschweren. Es ist jetzt so gelaufen. Oh, ich kann sogar schnell klettern, das wusste ich gar nicht. Also an der Leiter, das habe ich noch nie gemacht. Dass sie so ganz schnell. Bisschen Gas geben hier. Das Medipack. Ich werde nicht drum rumkommen, das jetzt holen zu müssen. Holen. Ihr wisst schon. Aber ich mag das nicht, dass sie rückwärts immer ist. Deswegen drehe ich mich lieber. So, so. So ist gut. So, und jetzt voll Gas. Muss man ja schon wieder aufpassen, dass man nicht zu viel Schwung nimmt. Darf ich denn jetzt hier wieder ran, oder? Nö, das geht natürlich nicht. Ich verliere natürlich schön Energie. So soll es sein. Darf den ganzen blöden Weg nochmal machen. Boah, ich darf jetzt auch echt nicht mehr sterben, ne? Weil, ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Jetzt auch das letzte Mal, dass ich diesen blöden Weg hier hoffentlich gehe. Kein Bock mehr. So. 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 Dachte aber auch immer bei diesem Balkonschlüssel-Ding hier, dass da was ganz anderes reingehört und nicht da ein ganz normaler Schlüssel. Aber ist ja auch logisch, ne? Es ist einfach logisch. Und ich bin nicht drauf gekommen. So ist das, wenn man einen Cut macht und dann einen anderen Tag wieder aufnimmt, dann ja. Vergisst man dann halt auch mal schnell. Nein! Ich habe gesagt, ich darf nicht sterben. Oh, was mache ich denn hier für eine Kacke? Oh Gott. Gut, dass ich das Artefakt aber nicht nochmal holen muss. Nur das Medipack liegt da unten jetzt schon wieder. Ich scheiß da jetzt drauf. Sorry, aber nee. Ich will jetzt einmal weiterkommen. Ich muss doch da auf die Plattform heimeln, nicht? Ich denke mal ja. Oder muss ich jetzt an den unteren Haken? Ich glaube eher nicht. So, mach mal hier.
war ja auch knapp schon wieder. So, und jetzt muss ich da an die Säule anspringen. Oder ich sterbe einfach. Geht auch. Nee, ist klar. Aber wie kam man denn da weiter? Leute. Da gibt es bestimmt einen Weg. Ganz bestimmt. Aber das war schon mal nicht der richtige. Hat diesmal geklappt. Diesmal vielleicht hier auch runterhangeln. Aha. Warte mal, da ist was in der Nische. Sehe ich gerade. Mhm. Mhm. Yeah. Was? Gefunden? Zwei Pistolen Kaliber 50? Oh, das ist ja was Feines. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Schicki. Kannst du dich da nicht umdrehen und mal hier an die Säule jetzt? Ist ja komisch. Ich weiß aber gerade nicht, ja, was ich am besten jetzt mache. Gehe ich jetzt hier wieder raus? Oder eher nicht? Ich glaube, ich muss mich hier fallen lassen und ganz schnell diese Kacke machen. Ich glaube nicht, dass es klappt. Oh Gott, ich will nicht. Oh Gott, es hat geklappt. Ich habe es geschafft. Gut. Und jetzt will ich nicht in die Nische. Ich will eigentlich an die Säule. Das schaffe ich aber nicht. Das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Wo schwinge ich jetzt hin? Ich will ja nicht in die Nische. Das macht doch keinen Sinn. Scheiße, jetzt hänge ich hier. Hallo, kann mich mal jemand abholen? Ach, muss ich jetzt an die Säule mich hangeln? Das klappt doch never. Bin ja eher an den Balken da hinten, oder? Ja, oh Gott. Warum machst du denn Blong? Ich meine, wir waren doch hier schon. Das hatten wir doch schon. Ja, klasse. Ja. Nein. Oh Gott. Was mache ich hier echt? Man muss so aufpassen. Und hier lag doch noch irgendwo auch was. Ich habe es doch gesehen. Da war doch noch irgendwas. Vielleicht ist das über mir gerade. Ich muss mal hier ran an die Säule. So. Da oben wahrscheinlich, ne? Oder da lang. Und ein höher, genau. Da hinten. Da hinten liegt das. Ja, wie kommt man da hin? Witzboldig. Jetzt habe ich schon quasi zwei Medipacks übersehen. Die hole ich mir dann noch. Die hole ich mir dann außerhalb der Aufnahme oder so. Ich kann diesen Weg ja jetzt jederzeit wieder klettern. Das ist ja nicht das Ding. Was kann man jetzt hier mit den coolen Säulen machen? Ist auch schön mit dem Himmel, der da oben ist. Ich weiß nicht. Ich traue mich hier gerade nicht einfach runter. Wenn ich erstmal unten bin, bin ich unten. Soll ich hier oben noch was machen? Oder soll ich einfach nur die schöne Aussicht genießen? Was ist eigentlich mit dem Schatten hier los? Der blinkt immer so. Ja. Dann gehe ich mal runter, ne? Damit ich da reinkomme. Alles klar. Okay, sie nimmt es nicht auf, die Muni. Will sie nicht. Wir sind an einem Kontrollpunkt endlich mal. Na Mensch. Dann laufen wir mal runter. Und nehme ich mal meine anderen? Ich nehme mal meine anderen. Die müssen jetzt mal ausprobiert werden, unsere neuen. Oh oh. Oh, ich mag nicht. Hier geht's voll tief runter. Hallo?
Wo denn? Wo denn? Ich höre sie schon. Wo sind sie? Wie die einen erschrecken hier, ey. Wow. Okay, was kommt da? Was? Nein! Nein, ich habe doch noch gar nicht alle Vorräte eingesammelt gehabt. Wieso ist denn das jetzt hier zu Ende, das Kolosseum? Oh, ich wollte doch die Medipacks noch einsammeln. Oh, naja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Aber, Artefakte 1 von 1 wenigstens gefunden. Und wir haben unsere Pistolen gefunden gehabt. Ja, wir wollen das natürlich speichern, aber okay, damit habe ich jetzt voll gar nicht gerechnet. Dann springt sie erstmal. Oh nein. Wo denn? Nein! Nein, und dann auch noch zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier? Nein. Ich schaff's einfach nicht mehr, das Ziel schon. Wow. Okay, Leute. Wir kommen im nächsten Level. Das machen wir im nächsten Part von Tomb Raider Anniversary. Es ist spannend, wie immer. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dann muss ich die Gorillas nicht nochmal machen. Bis dann!